ich schon, wenn ich an den Teich komme oder meinen Platz mir auswähle, habe ich da schon die Augen auf. Also was will ich damit sagen? Wir kommen an den Teich und dann schauen wir, haben wir Oberflächenbewegung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir beachten müssen. Wenn wir Forellen sehen, die an einem bestimmten Platz buckeln, ist es natürlich von Vorteil, dass wir uns auch genau diesen Platz aussuchen. Denn wir wissen schon, wenn wir die Fische an der Oberfläche sehen, Fisch ist auf jeden Fall vorhanden, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir wissen, in welcher Wassersäule er steht. Und da ist natürlich die Chance größer, dass wir auch genau da unseren Fisch bekommen. Und da fängt es eigentlich auch schon mit der Köderwahl an. Das wäre der zweite wichtige Punkt. Wenn ihr Fische an der Oberfläche seht, die immer wieder steigen, buckeln, macht es keinen Sinn, schwere Spoons zu fischen. Und mit schweren Spoons meine ich ab 1,5, 2, 2,5 Gramm. Die Forelle ist ein Sichträuber und ich denke, jedem sollte klar sein, die wird nur den Köder jagen oder attackieren, wenn sie den auch sieht. Das bedeutet, wir angeln einen 2,5 Gramm Spoon, vielleicht, weil wir mit dem Spoon immer gut gefangen haben. Das heißt ja dann immer so schön, man hat den Spoon des Vertrauens, ne? Man zieht den aus der Box, wo man weiß, mit dem habe ich letztes Mal gut gefangen und fängt einfach auch mit diesem an. Das wäre in der Situation natürlich ein großer Fehler, denn wir unterangeln einfach die Fische. Das bedeutet, der Köder ist nicht lang genug im Sichtfeld. Dementsprechend ist, ja, wird die Forelle wahrscheinlich gar nicht reagieren oder wir werden nur sehr wenig fangen. Da sind wir dann auch bei dem Thema Köderwahl. Köderwahl für Oberfläche. Welche Köder benutze ich für die Oberfläche? Ich habe mir mittlerweile ein System angeeignet, welches ich quasi an jedem Angeltag durch und letztendlich dann auch einen, der sehr tief läuft. Ne? Ich erlebe das, wie gesagt, immer wieder an den Teichen, dass ich dann mich einfach, also ich bin letztendlich auch genauso ein Angler wie ihr auch, ich kaufe mein Ticket, dann stelle ich mich hin, nachdem ich mir einen Platz ausgesucht habe und fange an zu angeln. Und oft erlebe ich eben, dass Angler links und rechts sich wirklich schwer tun, Forellen zu fangen. Also ich rede jetzt auch von ganz normalen UL-Anglern, die stehen dann, die haben dann auch einen Spoon dran, schmeißen rein und bei mir klappt's und bei denen nicht. Und dann ist es eben oft so, dass der Nachbar dann fragt, Mensch, ich habe doch fast so eine gleiche Farbe dran wie du, warum kriege ich denn keine Bisse? Und das liegt eben oft daran, dass eben ein falsches Modell wahrscheinlich am Haken ist oder an einer Schnur und der einfach zu tief läuft. Ne? Also da gibt es ein sehr, sehr gutes System, welches ich mir angeeignet habe, generell gerade an größeren Gewässern den Fisch zu finden. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der allererste Biss entscheidet in der Regel über Erfolg oder ja, Demotivation am Teich. Ne? Wenn wir größere Gewässer beangeln, ist es eben so, wenn sie sich nicht an der Oberfläche zeigen, müssen wir die Fische finden. Und wie macht man das am einfachsten? Also vielleicht einer eine Idee von euch, wie macht ihr das, wenn du jetzt an dem Forellenteich fährst und du fängst an zu angeln, hast du da ein System oder eine Idee, wie du guckst, in welcher Wasserschicht der Fisch sich aufhalten könnte? Also einmal auftreiben und von oben an, also auftreiben von unten, dann fange ich dann, was weiß ich, bei 10 cm. Also wenn du jetzt mit einem Bodentaster zum Beispiel angelst. Dann fange ich bei 10 cm. Okay, an, ja. Zwischendurch mal. Gehst du mal ein Stück höher und guckst dann, bis du den ersten Biss kriegst. Genau. Genau so oder so ähnlich machen wir das auch mit den Spoons. Es gibt einige Modelle, die sich dafür eignen, den Fisch relativ zügig zu finden, sage ich mal. Bei Gotthens zum Beispiel gibt es den Fuga in 2,2 Gramm. Das ist ein Spoon, der eher fürs Mittelwasser ist, genauso wie das neuere Modell, der Baist Gaia. Das ist auch ein Modell, der sich eher fürs Mittelwasser und Grund eignet. Und wir als UL-Angler haben das ein bisschen einfacher, als ständig die Höhe von dem Bodentaster einzustellen. Denn wir schmeißen im Prinzip, gerade wenn wir morgens anfangen, benutzen wir die sogenannten Schockfarben. Das ist eine Farbe, die sehr auffällig ist, die Forelle gut sehen soll und dementsprechend auch aggressiv reagieren soll auf diese sogenannten Schockfarben. Da verwenden wir eine relativ schockige Farbe. Wir werden reinschmeißen, also wir schmeißen den Spoon rein und lassen ihn sinken. Wenn wir vom Grund anfangen, lassen wir den Köder eben bis auf Grund sinken und fangen dann gemächlich an zu kurbeln.
Das Ganze machen wir 10-mal, vielleicht 15-mal und dann auch am besten in verschiedene Richtungen. Also nicht, dass ihr jetzt einfach nur geradeaus 10-mal geschmissen habt und 10-mal auf Grund und da passiert nichts, sondern man sollte schon so ein bisschen abfächern. Es gibt immer wieder bestimmte Bereiche, die die Forellen ja mögen oder sich da lieber aufhalten. Warum das so ist, kann auch keiner genau sagen. Man erlebt es häufig im Sommer, dass so gerne um Hälterbecken zum Beispiel stehen. Und genauso ist es eben auch im Winter, wenn sie tief gehen, gibt es eben bestimmte Bereiche, wo die sich lieber zweimal und dann sagt man, hör mal, irgendwie, du drehst da ein bisschen schnell. Wieso? Ich habe immer so gefangen. Ne? Ja, wenn der Fisch aktiv ist, dann ist das egal, wie schnell man kurbelt. Wenn er eben auf der Jagd ist, dann wird er auch so im Köder hinterher schwimmen. Aber Thema Gummi, das muss jedem klar sein, das ist eine passive Technik. Also der Gummiköder kommt nur zum Einsatz, wenn auf Spoons keine Reaktion mehr kommt. Dann in der Regel sind die Fische so passiv, dass sie auch auf aktiv geführte Köder wie eben den Spoon nicht mehr reagieren. Gummiköder hat klar den Vorteil, den können wir so langsam führen, dass selbst die passiveste Forelle im Teich schafft, diesen Köder hinterher zu schwimmen oder den zu attackieren. Ne? Da gibt's auch dann dasselbe Farbmuster. In der Regel fange ich auch so an, dass ich mit den Schockfarben starte. Also der Gummiköder bewegt sich ja wesentlich langsamer im Wasser als ein Spoon. Das bedeutet, wenn ich auf einem schockfarbigen Spoon keinen Biss bekommen habe, heißt das aber nicht gleich, dass ein schockfarbiger Gummi in der Situation Fisch bringt. Also wie gesagt, der Gummiköder ist von der Aktion ein komplett anderer Köder. Den können wir sehr, sehr langsam führen. Und das ist hier auch das entscheidende Stichwort. Langsam, voll, dass ihr da keine Widerhaken benutzt, denn der Widerhaken reißt euch einen Kanal in den Gummiköder. Das bedeutet, ihr zieht den Gummiköder auf, alles ist schön und gut, ihr seht, die Fische stehen ein bisschen weiter draußen, ihr holt ordentlich aus, schmeißt raus, holt wieder ein und der Gummi hängt auf 7:30. Ne? Ihr tut euch damit keinen Gefallen, also der Fisch, ihr braucht auch keinen Widerhaken beim Gummiangeln. Beim Gummiangeln ist es so, dass der Fisch nicht wie beim Spoon den Spoon packt, sich dreht und wegschwimmt und sozusagen selber hakt, sondern beim Gummiköder ist das so, der schluckt den ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie schlecht, natürlich kommt das auch davor, dass ihr Ausschlitzer beim Gummiköder mal bekommt. Aber in der Regel schluckt der Fisch den ab und da ist das dann wirklich egal, ob ihr einen Widerhaken habt oder nicht. Also da hängt der Haken sehr gut. Wo häufiger die Fische aussteigen oder ausschlitzen, ist wirklich, wenn sie sehr träge sind, vorsichtig auf die Köder gehen, weil dann hängen sie meistens wirklich nur am seidernen Häutchen und dann spielt es auch keine Rolle, ob ihr einen Widerhaken habt oder nicht. Warum? Der Widerhaken sitzt ja nicht vorne an der Spitze, sondern der sitzt ein Stück weiter drüber und das bedeutet, die Forelle muss aggressiv auf diesen Köder beißen oder wir müssen in diesem Moment einen Anschlag gesetzt haben, dass wir überhaupt bis zu dem Widerhaken kommen. Umso dunkler, umso besser. Ne? Und da kriegt man dann auch diese ganz passiven Fische, die dann irgendwo in der Mitte stehen oder oft auch am Rand, kriegt man diese Fische noch überredet. Ne? Erfahrungsgemäß hat sich da gezeigt, dass ein Gummiköder ohne Gewicht die effektivste Variante ist, um solche Fische doch noch ans Band zu bekommen. Ne? Der Köder ist, wie gesagt, wir können den, im Prinzip kann man den Köder, wenn man den so angelt mit einem Haken ohne Gewicht, können wir den sogar fast stehen lassen am Fisch. Ne? Man kann den immer wieder anzuppeln und gucken, wie der Fisch reagiert. Wenn er nicht reagiert, probieren wir das nächste. Und das nächste wäre in dem Fall Thema Wobbler. Ne? Das ist auch noch so ein Thema. Ich habe, wie vielleicht der eine oder andere von euch weiß, habe ich einige Turniere gefischt. Unter anderem auch Turniere, die nicht in Deutschland stattgefunden haben, durch das sogenannte Catch and Release. Also da werden Forellen gefangen und wieder freigelassen. Und diese Situationen, die sich an so einem Tag geben oder ergeben, sind sehr, sehr lehrreich. Also ich würde mal sagen, dass ich durch diese Turnierangelei das Thema Forelle erst so richtig angefangen habe zu lieben und zu lernen. Weil in diesen Situationen entsteht im Prinzip das, was ich euch jetzt erzählt habe, den ganzen Tag. Ne, die Fische sehen immer wieder Köder, die werden gefangen, die werden wieder freigelassen. Das bedeutet, ein Fisch, der auf dem Spoon morgens reagiert hat, den er morgens vielleicht gefangen hat, der wird nicht nach 15 Minuten auf denselben Spoon beißen. Ne, man sagt ja Forelle generell, die beißt nur einmal und das war's. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich habe schon Fische gefangen mit 3 Vorfächern im Mund und einem Spoon noch im Maul, der dann auf den Gummi gebissen hat. Also eine Forelle beißt definitiv nicht nur einmal. Ne? Also
Die Zahlen widerlegen das. Wir haben an Turniertagen 350 Forellen besetzt. Gefangen haben wir 700 Forellen, 650. Also wenn man das hochrechnet, hat im Prinzip jede Forelle zweimal mindestens gebissen. Ne? Und da hat sich für mich ein Köder herauskristallisiert, den ich da in den Turnieren schon gefischt habe und auch sehr viel und intensiv, den wir mittlerweile auch geschafft haben zu vertreiben oder den als Exklusivpartner zu haben. Und das ist Rob Lure. Rob Lure ist eine kleine Manufaktur aus Japan, die ganz, ganz spezielle Forellenwobbler herstellt und die stellt eben für die speziellen Bedürfnisse, die wir haben, eben die Teichforelle, die hat ja nun doch einen gewissen Charakter entwickelt, ganz anders wie eine wildlebende Forelle. Und da hat der Japaner sich drauf spezialisiert und baut eben, wie gesagt, verschiedene Modelle für verschiedene Situationen. Lange UL angelt und durch einen guten Zufall in dem Sinne hat sich das ergeben, dass man wieder zusammen ans Wasser gefahren ist. Er fand das sehr interessant, was wir machen, hat sich auch dieses Konzept angeeignet. Natürlich ist das bei ihm alles ein bisschen vom Vorteil, weil ich den mehrere Male am Wasser mit hatte. Aber es gibt gewisse Leute, die funktionieren wie ein Schwamm. Ich habe dem eine Sache erklärt, warum ich das gemacht habe. Und das ist auch ein Mensch, der hinterfragt die Dinge. Also er hat gesehen, dass ich jetzt gewechselt habe und dann stand daneben und sagt, was machst du da? Ich sage, ja, ich nehme jetzt den Spoon. Ja, warum nimmst du den? Also der hat immer die Dinge hinterfragt, warum ich jetzt gerade auf ein anderes Modell gewechselt habe. Und er hat sehr, sehr schnell begriffen, dass sein Konzept, was er vorher gefahren hat, nicht so erfolgreich ist. Und ich habe ihn jetzt neulich, habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, und wie siehst du das? Wie sieht's bei dir aus? Er sagt, du, also er weiß wirklich nicht, wann er das letzte Mal ohne Fisch nach Hause gefahren ist vom Teich. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass er die Massenfänge macht oder was. Ne? Aber wer sich ein System aneignet, ein gewisses Konzept und dieses immer wieder durchgeht, ist natürlich klar im Vorteil gegen einen oder gegen den Nachbarn, der vielleicht nur reinschmeißt und sagt, der Köder, der hat mir immer Fisch gebracht. Und wenn es heute nicht so ist, dann haben die Fische einfach keinen Bock. Dann würde ich jetzt wieder weitermachen. Und zwar Thema Gerät würde ich einmal sehr gerne anschneiden. Ich bekomme sehr, sehr häufig die Frage oder auch einen Kommentar auf dem Kanal, ob ich nicht mit einer Rute alles machen könnte. Und da muss ich immer wieder denselben Kommentar verfassen, beziehungsweise habe ich mir den schon vorgefertigt. Und da ist die Antwort immer dieselbe. Ja, man kann mit einer Rute alles machen, aber alles nicht hundertprozentig. Das ist wie so oft bei der Angelei. Die Methoden sind sehr, sehr speziell. Ich habe vorhin erzählt, Wobbler, Spoons, diese Art von Angelei ist relativ ähnlich. Also wir leiern im Prinzip einen Köder permanent durch, müssen da nicht groß irgendwas machen. Ja, vielleicht mal einen Twitch setzen und im Prinzip war es das schon. Bei dem Gummiköder ist es eine etwas andere Art von Angelei. Wir angeln ja sehr, sehr langsam und wir lassen den Fisch, den Köder komplett fressen. Und das ist auch schon der richtige Stichpunkt. Beim Gummiköder ist es nämlich so, wenn die Forelle sehr vorsichtig ist und sehr spitz beißt und Widerstand spürt, lässt die vom Köder ab und die wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht nochmal den Köder attackieren. Ich selber habe das oft erlebt, ich habe es vorhin schon mal in der Runde erzählt, dass ich manchmal selbst zu faul bin und mit der Hardbait-Route, die wir im Programm haben, einfach einen Gummiköder dranhänge und dann einfach damit angel. Das funktioniert in der Regel auch sehr oft. Es gibt aber wirklich Tage und Momente, wo ich das bereue oder wo ich mir dann zu mir selbst sage, hättest du mal lieber die andere Route in der Hand gehabt. Ich erkläre euch ganz einfach den Unterschied zwischen der Rute, warum benutzen wir Ultraleichtangler oft mehr als eine oder zwei Ruten? Letztendlich ist es sehr einfach und schnell beantwortet. Die Technik zwischen dem Gummiköder und dem Spoon und Wobbler unterscheidet sich so groß, dass es
erforderlich oder empfehlenswert ist, zwei verschiedene Kombinationen zu fischen. Zum einen benutze ich eine Rolle, die eine sehr, sehr geringe Übersetzung hat. Ich habe es vorhin angesprochen, der Schnureinzug ist sehr, sehr wichtig und entscheidend, was Köderführung angeht. Beim Gummiköder wollen wir sehr, sehr langsam angeln, teilweise sogar den Köder stehen lassen, langsam absinken. Und hier brauche ich eine Rolle, die wirklich sehr, sehr wenig Schnureinzug hat, dass ich das überhaupt machen kann. Also, dass ich diese Art von Ködertechnik ausüben kann. Auch wichtig ist, man sieht es hier bei diesem Modell ganz gut, die haben wir auch mit Bedacht so gewählt, ab dem ersten orangenen Ring steckt eine sogenannte Soletip-Spitze. Diese Soletip-Spitzen, die sind so gebaut, also die werden nachträglich in die Rute verpflanzt und in der Regel sind das sehr feine, flexible Carbonspitzen. Ne? Hat hier klar den Vorteil, ich habe es angesprochen, der allererste Kontakt zum Gummiköder ist sehr, sehr entscheidend und entscheidet auch letztendlich darüber, ob die Forelle noch einmal mehr drauf beißt oder ob die vom Köder ablässt. Deswegen haben wir eine Rute für Spoons, also sprich für Spoons oder Wobbler. Das ist die Traut Yara JR65. Diese hat eine durchgehende Hohlspitze, also so wie man es eigentlich von den Ruten ganz normal kennt. Die eignet sich sehr, sehr gut zum Angeln mit Spoons und Wobblern, die man auch mal twitcht. Nachteil bei dieser ganzen Geschichte ist, natürlich könnte ich jetzt sagen, ich mache alles mit einer Rute. Zum Beispiel kaufe ich mir einfach die 65er Angel da mit Gummi und Spoons. Natürlich kann man das machen, aber es muss jedem klar sein, wenn wir hier mit dieser Rute Spoons ab 2,5 Gramm angeln und dann wahrscheinlich noch auf Distanz, wir fangen an zu twitchen. Die Spitze ist hier relativ weich und wenn wir anfangen zu schlagen oder zu twitchen, verschlingt einfach die Spitze die Energie, die durchs Twitchen entsteht. Und der Twitch kommt dann nicht so an, wie er eigentlich ankommen soll. So ein chartreusefarbenes Geflecht. Und gleich am Geflecht wird der Snap eingehängt. Das dann auch noch mal zu der Frage, die ich vorhin in der Runde hatte. Wir fischen ausschließlich Snaps ohne Gelenk, also ohne Wirbel. Ne? Ich habe ja vorhin erzählt, wir wollen so leicht wie möglich fischen. Und wenn wir jetzt bei einem Gummiköder zum Beispiel einen Snap mit einem Wirbel haben, haben wir wieder zusätzliches Gewicht, was wir nicht haben wollen. Denn wir wollen ja so leicht wie möglich fischen und dieses zusätzliche Gelenk ist einfach Gewicht, was wir nicht brauchen. Wir haben ja Köder, die nicht rotieren, also die sich nicht um die eigene Achse drehen. In der Regel, wenn man die richtige Einholgeschwindigkeit hat. Und deswegen ist dieser Wirbel also unnützes Gewicht, kurz gesagt. Einigermaßen flexibel, was das angeht, was Wurfweite angeht. Da hat sich mittlerweile auch bei Gotthens sehr viel getan. Wir haben die 4,8 Gramm Serie eingeführt, bis hin zur 6,3 Gramm Serie. Da wird auch in der nahen Zukunft, den gibt es nämlich auch noch als 7,6 Variante oder 7,7. Den haben wir jetzt bewusst noch nicht eingeführt, weil wir befürchten, dass genau diese Spoons auch mit diesen 5 Gramm Ruten geschmissen werden. Und deswegen halten wir das noch ein bisschen zurück, bis wir die passende Rute auch dafür auf dem Markt haben. Genau, die Ruten Taugendicks sind alle gebrochen. Ich habe damit 15 Gramm geschmissen, kann ich nicht verstehen. Nein, also wie gesagt, es gibt mittlerweile dieses Köderspektrum, was wir haben, macht es uns UL-Anglern immer einfacher. Ne? Ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern, wie ich früher zu Turnierzeiten mir einen Köder gewünscht habe, der sehr gut fliegt, aber flach läuft. Gerade bei den deutschen Meisterschaften, wo man nur mit dem Spoon angeln durfte. Also da durfte man keine Gummiköder angeln. Das Ding habe ich zweimal gewonnen, 2017, 2018. Und ich hätte mir nichts Sehnlicheres gewünscht als den Gaia in 1,7 Gramm. Das kann ich euch definitiv sagen. Da waren so viele Situationen, wo der Fisch auf Distanz stand, flach. Und wo man einfach versucht hat, einen 3-Gramm-Spoon, dann mit Rute irgendwie so, dass der Hauptsache da halb durchkommt. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es so ein breites Köderspektrum, dass wir im Prinzip alles abdecken können. Und ich finde, das macht auch diese ganze Angelei so spannend. Ne? Wir haben wirklich so viele Möglichkeiten, Methoden, um die Forellen zu veräppeln und ans Band zu bekommen. Ist einfach eine spannende Angelei und genau aus diesem Grund liebe ich das, was wir da machen und ja, that's it. Da haben wir gefischt, wo es doch sehr bremslich war, so kann man die Situation eigentlich beschreiben. Wir wussten, wenn wir da einen Fisch dran kriegen, muss die Bremse fast komplett
zugezogen sein und der Fisch muss schnell ausgedrillt sein. Lassen wir dem Fisch eine Chance, dass er nach links oder rechts geht, werden wir diesen Fisch verlieren. Problem an der ganzen Geschichte war natürlich, dass die Fische alle da standen. Also haben wir es natürlich versucht und riskiert. Und da kann ich dir wirklich sagen, hat der Kollege, ich glaube, bis fast aufs Maximum die Bremse zugehabt. Und er hatte tatsächlich auch keinen Abriss, keinen Verlust. Letztendlich hängt das auch damit zusammen, wie der Fisch gehakt ist. Ich habe schon erlebt, auch bei Gotthens, auch bei anderen Herstellern, das hängt sehr stark damit zusammen, in welchem Winkel der Haken im Fischmaul hängt. Ne, auch wenn es der beste Haken ist oder der dickste, wenn der falschen Winkel hat, wirst du mit einer normalen Bremseinstellung, kann es tatsächlich sein, dass der Haken bricht. Es ist einfach, ne, der Winkel ist da sehr, sehr entscheidend. Ne, letztendlich, wie gesagt, ich mache es übers Gefühl, wenn ich merke, ich kann so gut abziehen. Und oft siehst du auch im Video, wie ich die Bremse nachjustiere. Ne, also bevor ich anfange, mache ich so eine grobe Einstellung und im Drill entscheide ich dann, okay, der zieht mir ein bisschen zu viel ab, ist kein großer Fisch. Eine Ecke zu. Also ich mache es ganz gerne nochmal im Drill nachjustieren und wie gesagt eben abhängig, was man fischt.